Wir haben eigentlich getriggert über die Abstrakteinreichungen letztendlich uns dazu entschieden, eine Sitzung Neue Medien mal aufzuführen, weil das, glaube ich, etwas ist, wo die Krankenhäuser bis jetzt noch nicht so optimal positioniert sind und wo man einfach mal einen Blick hinwerfen muss, weil ich glaube, das wird uns zukünftig einfach mehr beschäftigen. Und ich möchte Ihnen einfach so ein bisschen die gegenwärtige Situation einfach mal beleuchten und einfach mal sagen, wo stehen wir im Moment? Als Einleitung, Bedeutung neuer Medien in der Gesellschaft. Wenn Sie sich die Internetnutzung angucken, dann ist sie erwartungsgemäß in Afrika relativ niedrig mit 12% und in Nordamerika oder den westlichen Industriestaaten sehr hoch mit über 80%. Wir haben in der Zwischenzeit 1,35 Milliarden Facebook-Nutzer. Ich konnte es auch nicht glauben, aber das ist so. Das ist so viel, wie China Einwohner hat. YouTube macht 10% des Datenvolumens im Internet aus. Wir haben 3 Millionen Apps verfügbar und das mobile Browsing wächst exponentiell und wird immerhin schon von 15% genutzt, sodass man ganz klar sagen kann, die neuen Medien haben längst groß Einzug gehalten in unser tägliches Berufs- und Privatleben. Sie sind allgegenwärtig und wir setzen uns im Grunde schon kontinuierlich damit auseinander. Wie sieht es in der Medizin aus? Da ist es so, dass das Thema Gesundheit und Krankheit in der Zwischenzeit die häufigste Suche bei Google ist. Wir haben auf Facebook über 500 Gruppen, die sich alleine mit dem Thema Diabetes beschäftigen. Wenn Sie sich den amerikanischen Urologenkongress diesen Jahres angucken, dann haben über 1000 Beteiligte Twitter genutzt und immerhin 10.000 Tweets dort durchgeführt. Und es gibt von der Bundesärztekammer in der Zwischenzeit sogar Leitlinien für das Verhalten von Ärzten in sozialen Medien. Das heißt, das, was wir im Grunde sehen, generell in unserem Privatleben, das ist auch in der Medizin so. Wir haben eine Verbreitung und eine zunehmende Bedeutung neuer Medien in der Medizin und das nimmt weiter rasant zu. Wie sieht es denn dann mit Harninkontinenz aus? Dazu ein paar Beispiele von Publikationen, die erschienen sind. Das ist einfach mal eine Untersuchung bei 3 Suchmaschinen gewesen, die die ersten 20 Suchtreffer zu den Begriffen Harninkontinenz, Prolaps, Uterus, Zystocele und Blase ausgewertet haben, und zwar hinsichtlich der Herkunft, des Inhaltes, der Relevanz und der Fehlerfreiheit. Und man konnte sehen, dass praktisch nur 14% der Seiten von, ich sag mal, öffentlichen Stellen, also Regierungen, Universitäten oder überhaupt von medizinischen Institutionen kommen. Das meiste sind Privatbetreiber und Gemeinschaftsgruppen gewesen und Industrie auch relativ wenig. Die Relevanz der Seiten also war ca. 45%, Fehlerfreiheit waren auch nur knapp die Hälfte und es kam natürlich auch raus, dass die Regierungsstellen oder die Universitäten, die sich schwerpunktmäßig damit beschäftigen, eine höhere Relevanz und eine geringere Fehler oder eine höhere Fehlerfreiheit auch dabei hatten, sodass man im Grunde sagen kann, wie wird es im Moment genutzt? Die öffentlichen und medizinischen Seiten sind genauer und fehlerfreier, aber bisher insgesamt selten vertreten. Das war Stand 2012. Moment. So. Dann gibt es natürlich, wird auch das Internet zunehmend genutzt für Studien, internetbasierte Studien. Hier ein Beispiel einer randomisierten Studie, wo letztendlich 250 Patientinnen eingeschlossen worden sind mit einer Belastungsinkontinenz, die 1:1 randomisiert wurden für ein internetbasiertes Beckenbodentraining gegenüber postalischer Information eines Beckenbodentrainings. Und es ging natürlich um Symptom Scores und Quality of Life als primäres Outcome und als sekundäres Outcome um Verbesserungen, um die Inkontinenzhilfen und letztendlich auch um gesundheitsspezifische Quality of Life. Es kommt letztendlich raus, ob Sie Internet nutzen oder postalisch das nutzen, gab es keinen Unterschied in den Symptom Scores und in der Lebensqualität. Aber subjektiv von den Patientinnen wurde das internetbasierte Beckenbodentraining favorisiert, sodass das Internet auch bereits genutzt wird, um solche Studien in der Belastungsinkontinenz durchzuführen.
Dieselbe Gruppe, die diese Studie gemacht hat, hat dann auch nochmal untersucht, ist das denn irgendwie kosteneffektiv? Macht das Sinn, sowas zu tun? Letztendlich kommt raus, ob Sie es postalisch machen oder internetbasiert, es kostet ungefähr dasselbe. Es kostet natürlich mehr, als wenn Sie nichts tun, das ist auch klar. Und die Autoren schlussfolgern an dieser Stelle, internetbasiertes Beckenbodentraining ist eine kosteneffiziente Behandlungsalternative für die Belastungsinkontinenz, weil die Kosten halt mit den postalischen ungefähr gleich hoch sind und weil die Patienten aber subjektiv eine Verbesserung gegenüber dem postalischen, gegenüber der postalischen Information einfach finden. Das ist mal einfach so Harninkontinenz im Internet gewesen. Was gibt es denn sonst noch? Harninkontinenz in den sozialen Medien. Also beleuchten wir mal Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn und wie sie alle heißen. Beginnen wir mal mit Facebook, Twitter und YouTube. Auch da gibt es eine Studie aus dem Jahr 2011, die einfach mal die ersten 30 Suchtreffer für den Begriff Inkontinenz auf diesen sozialen Medien untersucht hat und das auch wieder untersucht hat im Hinblick auf, wie informativ sind die, wie ist der Informationsgehalt, wie ist die Herkunft. Und das, was Sie sehen, ist im Grunde nur knapp 40% der Informationen sind wirklich informativ und nützlich. Nur ein kleiner Teil wird von Leistungserbringern aus dem Gesundheitswesen dort gepostet und nicht informativ waren immerhin über 20%, sodass im Jahr 2011 die Autoren noch geschlussfolgert haben, Informationen zu Inkontinenz in den sozialen Medien sind wenig nützlich und stammen sehr selten von Leistungserbringern im Gesundheitswesen und daher kritisch zu beleuchten. Im Jahr 2012 erschien dann eine Publikation, die sich mit YouTube beschäftigt hat und zwar geguckt hat nach Beckenbodentraining bei YouTube und sie haben letztendlich 22 Videos auf YouTube zum Beckenbodentraining identifiziert und sie haben dann über einen Zeitraum von 7 Monaten geguckt, wie die Klickrate dieser Videos ist und was sie zeigen konnten, waren, dass diese Videos 430.000 Mal in diesen 7 Monaten geklickt wurden, dass das erfolgreichste Video über 100.000 Klicks hatte und dass die Klicks innerhalb von 7 Monaten um 59% zunahmen. Das bedeutet, YouTube ist ein Medium, mit dem Sie Informationen sehr stark verbreiten können und gerade fürs Beckenbodentraining wurde das häufig genutzt. Da möchte ich an dieser Stelle vielleicht noch einmal auf die Deutsche Kontinenzgesellschaft zurückgreifen. Diese beiden Videos, die Sie ja auch alle kennen, das Hochzeitsvideo und der Raumfahrtspringer, die haben es immerhin bei ihrer Präsentation auch auf 350.000 Klicks gebracht, also sogar noch mehr als diese Beckenbodenvideos, die wir hier haben. Also das scheint ein Medium zu sein, was sehr viele Menschen erreicht und damit eine große Verbreitung hat. Dann gibt es eine Arbeit aus dem Jahr 2013, die einfach mal auch wieder bestimmte Begriffe nachgeguckt haben und eine Folgestudie gemacht haben, also die letztendlich eine Datenerhebung über 13 Monate hatten, beziehungsweise nach 13 Monaten eine Zweiterhebung hatten. Und was kommt daraus? Man hat mal verglichen zwischen 2011 und 2012 die nützlichen Informationen nehmen nicht zu, sondern das stagniert. Aber die Leistungserbringer im Gesundheitswesen erkennen so langsam die Bedeutung und die nehmen einfach zu. Also der Anteil derjenigen, die dort Informationen hinstellen und wirklich als Leistungserbringer im Gesundheitswesen positioniert sind, die erkennen die Nützlichkeit dieser Medien und der Anteil der nützlichen Informationen ist deutlich höher mit 56%, wenn er von Leistungserbringern aus dem Gesundheitswesen kommt. Das heißt, die Leistungserbringer erkennen die Bedeutung und nehmen zu und positionieren sich zunehmend als Informationsersteller, gerade auch in der Urogynäkologie, in den sozialen Medien. Dann kommen wir mal zu den Apps. Apps zur Harninkontinenz. Vielleicht einen Schritt davor. Chirurgische Apps. Es gibt 621 chirurgische Apps für iPhones und für Androids. Das ist ein 9-facher Zuwachs seit dem Jahr 2012. Aber auch da gilt es, nur 12% der Apps stammen von Leistungserbringern aus dem Gesundheitswesen.
Sie betreffen im Wesentlichen Patient Education, in zu einem geringen Anteil Clinician Education und zu 10% dem Research, also wissenschaftlichen Fragestellungen. Und da muss man insgesamt sagen, wir haben eine rasante Zunahme von mobilen Apps für Chirurgen und für Patienten. Und wenn man sich dann anguckt, was gibt es denn zu Harninkontinenz mit Apps, dann gibt es eine App, die heißt iDry App, letztendlich im Wesentlichen ein Dokumentationssystem, das ist in 19 Monaten immerhin 1231 Mal downgeloadet worden. Und dann haben sie ein bisschen untersucht, die das kurzfristig nutzen, wie ist denn bei denen der Vorlagenverbrauch? Da konnte man einen Trend dazu sehen, dass die es kurzfristig nutzen oder kurzzeitig nutzen und praktisch sich damit immer ihre eigene Dokumentation vor Augen führen, dass die sogar einen positiven Benefit einfach nur durch das Nutzen dieser App hatten, wogegen dieser Effekt bei den Langzeitnutzern verloren geht. Letztendlich ist das zum Beispiel ein Beispiel für ein nützliches, zugängliches und praktisches Tool in der Dokumentation der Harninkontinenzsymptome und letztendlich durch die grafische Darstellung auch etwas, was möglicherweise zu einer Optimierung oder zu einer Verbesserung der Harninkontinenzsituation führen kann. Das ist der eine Block. Der andere Block ist, wie positionieren sich denn Krankenhäuser? Ja. Und Krankenhäuser im Internet, das ist sozusagen ein Extrathema. Es gibt dazu eine Arbeit oder beziehungsweise es gibt dazu Daten. Die 57 führenden Krankenhäuser der USA haben mal ihre Homepages oder da sind die Homepages bezüglich der Patienteninformation mal evaluiert worden. Und da kommen dann schon erstaunliche Ergebnisse raus. 49% der Krankenhäuser haben keine Patientenwebsite fürs Mobilphone. 67% haben keine Informationen zu einer möglichen Rehabilitation oder zu der Zeit nach dem stationären Aufenthalt. 20% nur 20% haben Online-Voranmeldungen, um Wartezeiten zu vermeiden. Nur 33% haben Online-Zahlungsmöglichkeiten und 18% weisen technische Fehler auf, sodass man eigentlich sagen kann, die Homepages der führenden Krankenhäuser sind gar nicht so gut, wie man denkt und insbesondere im Vergleich zu den Homepages von Industrie- und Drittanbietern. Aber ich würde sagen, mit diesen Daten sind die in den USA immer noch deutlich weiter als wir in Europa. Ja, ich möchte gar nicht wissen, wenn das deutsche Zahlen gewesen wären, wie schlecht wir dann abgeschnitten hätten. Krankenhäuser auf Facebook. Auch hier gibt es eine Langzeitstudie mit 873 Krankenhäusern in 12 westeuropäischen Ländern, wo letztendlich die Daten 2009, 2010 und 2011 erhoben worden sind und man einfach geguckt hat, wie verändert sich das, wie verändern sich die Präsentationen der Krankenhäuser in den sozialen Medien, und man hat gesehen, Krankenhäuser beginnen das zu erkennen. Der Anteil oder die Präsentationen auf YouTube sind von 2% auf 19% gestiegen, von LinkedIn von 20% auf 32% und bei Facebook von 10 auf 67%, sodass eigentlich erkannt worden ist, dass der zukünftige Patient halt der Facebook- oder YouTube- oder Twitter-User ist und dass es Sinn macht, für die Krankenhäuser sich dort jetzt schon mal langsam zu positionieren. Und führend in Europa sind halt ist Großbritannien und die Niederlande. Gut, aber es ist natürlich nicht alles Gold, was glänzt. Ja? Und hier sind mal gegenübergestellt eine hervorragende oder die ausgezeichnetste Facebook-Seite aus den USA, Mayo Clinic. Ja? Ich möchte Sie nur darauf aufmerksam machen, dass da 548.000 Likes, ja. Und ich möchte Ihnen diese Facebook-Seite präsentieren. Ich sage nicht, wo es ist, es ist in der Nähe. Ja. 731 Likes. Und woran liegt das? Das liegt daran, dass Facebook alle 3 Stunden, die Mayo Clinic alle 3 Stunden die Facebook-Seite aktualisiert mit Posts. Dass sie weite Verlinkungen hat zu den anderen sozialen Medien und dass da eine Interaktivität möglich ist. Und dieses andere Krankenhaus hat halt keine Posts, keine Interaktion, keine Aktivität und entsprechend wenig Likes. Heißt, man kann sich gut präsentieren auf Facebook und das wird auch die Zukunft sein, aber es ist Arbeit. Man muss das kontinuierlich tun und man muss das ständig bearbeiten, um dort eine entsprechend gute Präsentation zu haben. So, zusammengefasst heißt das, die neuen Medien
sind in unserem täglichen Leben angekommen. Sie nehmen in der Medizin an Bedeutung zu. Man kann das Internet als Kommunikationsmedium zum Beispiel für Beckenbodentraining nutzen. Krankenhäuser erkennen zunehmend den Wert von Internet und sozialen Medien, arbeiten zum Großteil aber noch ineffektiv. Und vor allen Dingen, man muss sich immer vergegenwärtigen, dass es kontinuierliche Arbeit an den Inhalten bedarf, um sich entsprechend gut in den neuen Medien zu präsentieren. Vielen Dank.